Hallihallöchen. Ich habe mal wieder Hinky an der Strippe gekriegt, der mal spontan mit mir eine Aufnahme gestartet hat. Erster Part wird in Novo stattfinden, am Tower überwiegend, weil wir dort, beziehungsweise er als Sniper, was erspäht hat. Ich gehe auskundschaften und dann sieht man selbst, was daraus geworden ist. Viel Spaß beim Schauen. So, jetzt hängt er immer noch ganz oberste Etage. Von hier aus gesehen, linkes erstes Fenster. Also wenn du die Treppe hochläufst, von vorne reinkommst, müsste das der linke Raum sein, gleich links rum. In der Ecke steht er. Jetzt ist er weg, ausgelockt. Ausgelockt, definitiv ausgelockt. Oder Wallhack. Naja, hier, nicht in der Hinsicht Wallhack, aber... Ja, ja. Aber er stand still die ganze Zeit und mit einmal... Ja, aber beim Ausloggen ist es ja so, dass man sich auch eigentlich hinsetzt. Kann ja auch sein, dass er ein paar Etagen übersprungen hat und jetzt unten ist. Kann natürlich auch sein. Du sagst, bis zum Bogen kannst du gucken, ja? Bis zum Bogen kann ich gucken. Ich sehe dich immer noch, ja, ja. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, roter Rucksack, lustig. Ich sehe den roten Rucksack von hier, aber... Kann euch nicht unterscheiden, dann müsstest du mir... Ja, dann bist du sicherlich der, der läuft links. Richtig. Ja. Ich laufe auch maximal bis zum Bogen, also hinterm Bogen werde ich nicht verschwinden, zumindest ja. Nicht versuchen. Ach, Mann. Jetzt will er mich ärgern. Okay. Er wird dich wahrscheinlich. Der hat dich gesehen, hundertprozentig. Wenn der hier runter guckt, sieht er dich doch laufen oder was? Du hast ja den halt vorausgelockt, ne? Ja, es ist aber halt das Komische immer, wenn ich hier in der Stadt bin. Hast du entweder. Habe ich entweder Hacker hier da, oder. Halt! Wie halt? Oben, wieder, selbe Etage. Oh, der Rucksack. Hast du nicht ausgelockt? Nicht ausgelockt. Natürlich sehe ich in mein... Doch, könnte ich eventuell. Nicht ausgelockt. Zweite, also Mitteletage. Läuft runter, unterste Etage. Okay. Kannst du denn die Vorderseite vom Tower einsehen? Also das... It looted. Nein, das ist ein Haus vor. Also kannst wirklich maximal bis zum Torbogen. Also nicht wundern, ich stelle mich jetzt mal am Torbogen. Ich gucke mir mal die Rückseite an. Der läuft wieder hoch, zweite. Sieht das komisch aus, okay. Tja, was mache ich denn jetzt? Kann es sein, dass er links aus dem Fenster guckt? Bei dir, auf deiner Seite? Ich stehe nicht. Stehst du da irgendwo? Ich stehe da, ja. Jetzt ist er rausgesprungen. Rausgesprungen? Oder geflogen, je nachdem. Auf jeden Fall ist er draußen runtergehopst. Bitte was? Ja. Auf der Seite sind ja keine Stufen, oder? Nein.
Jetzt läuft er wieder auf der zweiten Etage rum. Ja, das war wahrscheinlich nur ein Glitch, der ist irgendwo. Ich meine, ich Ding. könnte da reingehen, aber ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Davon jetzt mal ab. Bin ich ja wieder alleine. Ja, richtig. Quatsch ihn doch mal an. Ich weiß Wollen aber wir nicht, ob er hingehen? mich. Ich weiß nur nicht, ob er mich hört. Zombie-Aggro. Der glitscht auch draußen rum, Alter. Jetzt kommt ein Zombie. Ich weiß nur nicht, ob der wegen mir kommt oder ob ein neuer Spieler kommt. Achte mal ein bisschen auf den Durchgang. Zombie, der kommt zum, geht zum Haus, vor der Eingang. Nein, Ungefähr. zu mir. Scheiße. Ich mit der Sporte, Alter, auf Nahkampf. Willst du jetzt schießen? Ja, ich habe schon geschossen. Alter, der Zombie cheatet. Und wieder cheatet. Der andere sucht sich. Da. Der duckt sich. Ja. Jetzt steht er, er geht zum Fenster, guckt raus. Er kann mich, glaube ich, jetzt aber geht von. Jetzt geht er zum Balkon. Kann mich aber von hier aus nicht sehen. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Geht zum nächsten Balkon, zum linken. Von mir aus gesehen links. Ja, kann mich hier im Durchgang nicht sehen. Ich frage mich nur gerade, warum ich überhaupt Akku hatte. Okay, das ist komisch, muss ich sagen. Warte. Aus meiner Sporte, nachdem ich sie equipped hatte, war das Magazin raus. Er rennt wieder hoch. So die Etage. Ich müsste die AK loswerden, damit ich im Zweifelsfall schnell reagieren kann, weißt du, mit einer Nahkampfwaffe. Ich bin am überlegen, ob ich die mal kurz hinterm Haus verstecke. Ich glaube, das werde ich mal fix machen. Oder hier. Geht doch eh kein Schwein hin, oder? Ich gehe da er jetzt hat rein. Er hat dich, aber wenn du wirklich geschossen hast, hat er dich definitiv schießen hören. Ja, ja. Weil er läuft jetzt geduckt. Vorher ist er also stehend gelaufen die ganze Zeit. Jetzt ist er nur noch geduckt unterwegs. Hey man! Can you hear me? Hallo? Keine Bewegung mehr. I know that you are inside. Jetzt. Fenster. Guck raus. Deutsch? Sonst? Englisch, Deutsch? Come on, I'm friendly. Keine Reaktion. Jetzt steht er. Vor der Seite? Zwei. 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 Sind zu zweit. Gibt da grüne Rucksäcke? So leuchtend grüne, ganz komische? Genau dasselbe wie ich habe, nur in richtig ekligen Grün, Gelb. Neongrün. Ja. Ja. Einer hat einen grünen Rucksack. Einer hat einen roten. Das macht doch keinen Sinn hier mit der Sporter. Ernsthaft? Und da die nicht reden, bin ich sowieso des Todes.
Komm runter. Komm runter. Zweiter Stock. Kannst du mich eigentlich sehen? Hier, wo ich gerade sitze? Rechts an der Hauswand? Nee, Baum davor. Okay. Pass auf, wenn ich sie hier sehe, dass die unten rauskommen. Da sind sie. Fuck. Ich komme unter dem Bogen. Ja, quatsch doch mal. Jetzt müsstest du mich sehen, ne? Hallo? Da ist noch ein Baum. Noch ein Stück weiter nach links, zum Auto. Can you hear me? Are you very, very quiet? German or English? German. Ah, okay, hi. Hier drüben, hier drüben. Ach da. Oh, ich glaube, ihr wartet auch noch. Oh Gott, ey. Ich wusste, dass ihr da oben seid. Ich habe mich nur nicht hochgetraut. Wir sind auf. Oh, so besser. Ja, wir sind hart aufgerüstet. Was seid ihr? Huch. Schwer aufgerüstet. Ach so, ja, ich sehe schon. Was machst du denn da? Habt ihr mal weggeworfen. Ach so. Phoenix Red. Ja, ihr wurdet gespottet von weit, weit weg durch den Mosin-Schützen. Daher wusste ich, dass ihr da drinne seid. Aber meine andere Frage, habt ihr... Ich war auch sehr unfällig. andere Frage, habt ihr von jemand rumfliegen sehen? Mit dem roten Woolcoat? Um den Tower? Fliegen? Fliegen, ja, ja, fliegen. Also so, ne? Wie man halt fliegt. Cheater-mäßig. Weiß nicht, ich war da, ich hab mir was zu essen gemacht. Okay. Ich habe auch niemanden gesehen. Der ist ein Hacker oder wie? Nehme ich mal an, ja. Also mein Mosin Backup da hinten hat ihn halt gespottet. Was sagt er? Moment mal. Ja. Nein, du, ich meine dich nicht. Achso, er meint mich nicht. Okay, alles gut. Ich wollte gerade sagen, er hat schon wieder irgendjemanden gesichtet, aber nee, alles gut, alles gut. Ja, und er hat ihn halt oben rumfliegen sehen, immer im Kreis, immer im Kreis. Ich weiß nur nicht, wo er hin ist. Eigentlich wollte ich mir holen, bis er nachher sagte, ihr seid da drin, ne? Okay. Ja. Ja, also, ich habe keinen. Ich bin jetzt auch gerade schwer überrascht, dass ihr freundlich seid. Dass hier überhaupt jemand ist, das ist schon mal ein Wunder. Ja, ich habe eigentlich gedacht, hier wäre viel los. War so in den letzten Wochen so. Nee, eigentlich. Aber, das ist jetzt wohl nach Tscherno gezogen. Definitiv, ja. Tscherno und Elektro ist immer was los. Selbst oben an der Militärbasis an der neuen ist nichts. Das ist, weiß ich nicht. Die neuen Städte sind einfach zu weit ab vom Schlag. Das stimmt. Da kann ich, wo die Base ist. Direkt nördlich von Svetlo. Wenn ihr Ice Survive nutzt, oben am Kartenrand. Ganz, ganz oben. Oh. Also müsst ihr eigentlich in Svetlo sei schon. Sverograd meine ich. Sverograd die Straße nach Norden nehmen. So weit wie möglich. Gut zu wissen. Ja. Lohnt es sich? Nicht wirklich. Eine Baracke, ein Prison. Paar Fahrzeuge. Ja. Aber es lohnt sich nicht wirklich, ganz zu schwenken, dass da auch nichts los ist. Also wie gesagt, das hier oben ist wirklich tote Hose. Ab Beresino südlich geht's eigentlich ab. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Hacker ist, aber auch grün ausgerüstet, aber vor einer guten halben Stunde hat mich einer bei Cabanino erwischt. Grün? Wartet mal, wo ist denn eigentlich meine Spotter? Er war grün ausgerüstet, aber er hat den Helm. Meine Spotter ist weg, wo ist meine Spotter? Wenn sie verschwunden ist, dann muss der Hacker irgendwo noch in der Nähe sein. Ja, ja, weil mein Mosin-Schütze sagte, dass da oben jemand ist mit einem gelben oder leuchtend grünen Rucksack ist. Also das war so die Aussage, die von ihm kam. Ihr habt jetzt aber einen blauen und einen roten Rucksack. Okay. Ja, vom Weiten kann das schon sein, dass so ein türkisblau oder was ist das, ne? Hm, genau, türkisblau. Ja, ja, dann war er das. Ach, okay. Das war er, ist schon okay. Nee, es wurde gerade korrigiert, also türkisblau war es. Aber trotzdem ist meine Spotter weg. Das ist ein Zeichen für einen Hacker, wenn die Waffe einsucht. Hier ist keiner langgelaufen, definitiv nicht. Dann ist er da hinten abgehauen, falls noch einer war. Nee, wenn ein Hacker in der Nähe ist und du steckst die Waffe weg, dann verschwindet sie. Ja, aber ihr habt nur auf dem Boden. Ach so, du meinst, wenn man seine Hand hat? Ihr ja, genau. Ihr habt ja eure auch noch auf dem Rücken. Oh nein, das ist aber nicht nett.
Ich hab eine Spaute am Rücken, wenn du willst, kannst du haben. Hast du noch mit Magazin? Nein, leider nicht. Okay, na gut, ich habe noch ein Ersatzmagazin, deswegen bin ich so stolz darauf. Die Dinger sind so selten. Aber die mir jetzt fehlt, das war wirklich eine Sporter mit Magazin. Aber ich danke dir vielmals. Ich hab's hingelegt. Kein Problem. Bei dir ist deine weg? Hm, meine ist weg, ja. Ja, okay, dadurch, dass jetzt hier nicht mehr viel los ist, denke ich mal, werde ich weiter runter nach Berezino mit meinem Sniper-Jungen. Also mal gucken, was da los ist. Okay. Jo, mach das. Oh, das lässt mir ja schon wieder keine Ruhe. Darf man darauf, dass da noch ein schöner Rucksack oben drin liegt? Ich soll euch mal fragen, ob da oben noch ein Rucksack drin liegt. Ob es sich lohnt, da hochzugehen. Der nicht blau ist. Der nicht blau ist, wohlgemerkt. Sonst auch nichts unbedingt. Nee, hab nichts gesehen, das irgendwie wertvoll wäre. Okay, nee, da ist nichts, sagt er. Schade. Ja. Trotzdem danke. Ich soll trotzdem Danke ausrichten. Okay, so, na gut. Seid ihr Bandit Hunter? Kein Problem. Mal so, mal so. Also aktuell suchen wir eigentlich eher Kontakt auf Friendly Basis. Weil das einfach zu selten geworden ist hier oben. Also hier einen auf Bandit Hunter machen, das ist schon schwierig. Man muss erstmal Bandits, geschweige Leute finden. Ansonsten Berezino ja. Berezino und Elektro ja, Bandit Hunter. Das ist so. Boah, hab ich lange nicht mehr gemacht. Oder Dominik? Was? Ihr seid Bandits oder wie? Nein, aber Bandits getötet, also mal Leute gejagt in Berezino. Da waren zu viele Hacker. Ach so, naja, ich würde empfehlen Whitelisted oder lasst euch Whitelisten. Es ist ein Traum auf diesen Servern. Also Whitelist Server German DZ Forum registrieren und dann euch whitelisten lassen, das ist wirklich ein Traum auf 50-Mann-Server. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis dort. Kann ich wärmstens empfehlen. Okay. Keine Hacker und die Community ist da wirklich eine gute Community. Man hat Hacker, Sniper natürlich auch und friendly Leute, aber es macht Spaß. So sollte DZ sein. Ich warte hier jederzeit auf einen Headshot. Ja, von mir? Ich auch. Ne, von dir nicht, Hinki, Mensch. Noch einer von den Leuten hier in der Stadt. Bitte? Zufälligerweise. Wer ist in der Stadt? Nochmal. Ich weiß nicht, aber gerade vor einer Minute habe ich jemanden gesehen, da hinten reinlaufen. Warte mal. Das werde ich gewesen sein. Von einer Minute? Von einer Minute wart ihr ja noch im Tower. Dann ist es schon neben uns. Aber... Nee, ich nehme an, du hast mich gesehen. Ich habe da hinten eine Waffe versteckt, für die ich kein Magazin habe. Die an sich aber sehr, sehr wertvoll ist. Die habe ich dort im Gras versteckt. Nee, da standest du ja schon neben uns. Okay. Der hat bestimmt meine Sporter. Ah, scheiße, na gut. So viel dazu. Ja, am Startring. Können wir sein. Hinki, spotte mal Richtung Krankenhaus. Die Hügel ab. Ob du irgendwas siehst. Polizeistation, Krankenhaus. Ob du da irgendwie Bewegung siehst. Moment. Was? Das war jetzt zu weit weg. Seid ihr zu zweit unterwegs? Wir sind zu zweit unterwegs, ja. Ich habe einen Sniper als Backup, der alles beobachtet. Und der spottet jetzt gerade Polizei und Krankenhaus aus. Ob da irgendwie Bewegung zu sehen ist in der Stadt. Okay. Hat der eine... Hat er ja eine Football-Kryptomosi, ne? Denke ich. Mhm, hat er. Selten nicht gesehen, aber so die Scopes sind, glaube ich, sehr selten geworden. Mhm. Hast du mich jetzt gerade überhaupt gehört, Hinki? Ja. Scan läuft noch, Scan läuft. Hier ist weiter nichts zu sehen jetzt. Kann nicht allzu weit gucken, hier sind noch Tannen im Weg, aber so weit wie ich gucken kann, bis zum... Bist du Fabrik oben oder was das da sein soll? Schöne Reichweite der Voice Chat. Mit dem Schornstein? So weit kann ich gucken, ja, denn es wäre möglich. Der hat schon eine gute Reichweite. Okay. Was ist das, die Klavierhaus oder was ist da noch hinten? Ja, das ist noch Klavierhaus. Ja,
So was kann ich gucken. Klavierhaus und in Richtung Fabrik mit dem Schornstein. Und Neubauten oben. Hm. Ja, Neubauten. Da ist Grenze. Weiter kann ich nicht gucken. Ja, das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Wir sind auf jeden Fall nicht. So, und da oben nicht alleine hier ist eigentlich nichts weiter. Denn die Busstation sehe ich noch. Da ist. Warte mal kurz, Henki. Ich weiß nicht, was er jetzt gefunden hat. Also ich sag mal so, jetzt alles links bis hoch zu den Blockhäusern, nee, wie heißen die? Neubauten hinten hoch, da ist es soweit sauber. Es sei denn jetzt in der Häuser irgendwo drin, irgendwo, keine Ahnung, also ich sehe jetzt nichts. Aber was meinst du, ihr seid hier nicht alleine rein? Ja, wir haben eben in Kanaya Polana noch einen anderen Freshborn getroffen. Der hat aber nur Jeans und ein T-Shirt. Der ist ja auch in die Stadt reingelaufen. Okay. Also bis auf euch beide oben im Turm und diesen einen Luftikus haben wir nichts weiter gesehen. Und der mit dem, der hier rumgeflogen ist, hat einen roten Wohlcode gehabt. Oder einen roten Rucksack, je nachdem. Schon komisch. Schon komisch, dass der nur rumfliegt. Ja, um den Tower ist halt rumgeflogen. Ich weiß nicht, ob der gespottet hat, aber dann hätte er euch sehen müssen. Habt ihr mich denn da oben gehört? Wo ich unten geredet habe? Ja. Ach, das ist interessant, okay. Also ich habe euch jedenfalls nicht gehört, falls ihr geantwortet habt. Wir haben jetzt hier unten geantwortet. Ah, okay. Ja, ich habe nur gesagt, wenn ihr jetzt feindlich seid, dann bin ich eh fällig. Also, da hätte ich nicht viel machen können, weil ich genau wusste, was darunter kommt. Na gut. Ja, ich meine, wir können ja trotzdem mal gerne spotten gehen, wenn ihr möchtet. Gehen wir mal runter. Jo. Wir bewegen uns jetzt rechts Richtung Klavierhaus, Polizei und so weiter, ne? Polizei oben im Dings, die Tür ist noch zu, also oben die Dingstür. Ja, okay. Also oben drauf war noch keine. Unten sehe ich nicht, da ist ein Baum vor. Unten siehst du nicht, ist ein Baum vor, okay. Ja. Was krass, dass mein Spotter weg ist, weißt du? Ja. Wo sind die beiden jetzt hin? Die verfolgen mich. Wo seid ihr denn jetzt? Das Krankenhaus siehst du, ne? Das kannst du einsehen, das große. Soll den Berg hoch, oder was? Ja, na, ich bin gerade auf dem Weg zum Berg hoch. Ach da, auf der Straße. Ja. Ja. Okay. Um auf 500 Meter. Was stellst du um? 500 Meter. Kannst du uns überhaupt noch sehen jetzt durch die roten Bäume? Ja, naja, durch die roten Bäume. Was heißt euch sehen? Ich sehe alles, was ringsherum ist. Ja, jetzt sehe ich euch wieder. Also ich sehe zumindest den türkisen Rucksack. So, warum läuft denn der jetzt alleine? Was? Ja, weil ich hier unten stehen geblieben bin. Musste gerade nur sicher gehen, ob wir noch gesehen werden. Aber ja, passt ja, alles. Ja, alles klar. Ja, da hat er ja einen guten Klatsch. Hat er, verdammt guten sogar. Hat alles sieht. Ja, mir macht halt der Luftikus ein bisschen Sorgen. Deine Schießprobe auf die Kofferraumklappe vom Auto? Mach mal. Geh mal lieber ein bisschen weg, nicht, da ich nur einen treffen euch. Nee, ist doch egal, mach mal. Panik machen. Warte, ich muss erstmal Luft holen. Habt ihr was gehört? Nö. Nee. Habt ihr gerade irgendwie einen Einschlag oder sowas gehört? Nee, ne? Nee, aber ein Zombie. Zombie. Ich hab einen Zombie. Hinter dir. Ja. Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Server down. Okay, wieso können wir uns da noch hören, wenn der Server down... Oh, okay. Krass, okay. Alles klar. Deswegen hat sie die Kugel auch nicht gehört. Ja, deswegen war wahrscheinlich die Kugel auch weg. Ja gut, vielleicht sieht man sich wieder. Macht's gut. Jo, ciao. Ciao.